Ein interessantes Detail eines jeden Stehendanschlages ist die Position des Auges im Verhältnis zur Hand. Befindet sich das Gesicht weit hinter dem Griff oder wird es weiter vorgeschoben? Anfänger halten den Kopf intuitiv weit hinten, um das Gewicht des Gewehrs auszubalancieren. Mancher behält diese Balance einfach bei. 10 cm zwischen Auge und Handwurzel sind keine Seltenheit. Wer dazu noch eine Brille trägt, kommt auch schon mal auf 15 cm Distanz. Ein Blick auf die Helden der Vergangenheit, wie hier Jean-Pierre Ramatt, Gold und Silber bei den Spielen 1996, zeigt meist wenig Abstand zwischen Auge und Hand. Will Schanner, Olympiasieger Luftgewehr 2021, ist mit dem zielenden Auge sogar vor der Hand. Zhang Shanghong, der chinesische Olympiasieger im Dreistellungskampf von Tokio, ist mit der Pupille genau über der Handwurzel. Ebenso wie seine Trainerin Du Li, Rekord-Olympiasiegerin im Gewehrschießen hier bei den Spielen in London. Und hart an der Grenze der Regel. Nina Christen schießt sauber und gewinnt Silber und Gold in Tokio. Ihre Pupille befindet sich trotz Brille exakt über der Handwurzel. Dreifach-Olympiasieger Nico Cambriani kommt ebenfalls diesem goldenen Schnitt nahe. Irgendwie scheint das zielende Auge über die Handwurzel zu gehören. Wo das Auge im Anschlag landet, wird weitgehend durch die Position von Schaftbacke und die Opteris reguliert. Diese beiden Fixpunkte werden verschoben, wenn man vor oder zurück will. Wenn so viele gute Schützen ihr Auge über die Handwurzel bringen, dann lohnt sich der Versuch. Schau also mal nach, wo sich dein Auge findet und probiere bei Rückständigkeit ein paar Zentimeter mit dem Kopf vorzurücken. Das gelingt am besten, wenn du das Diopter nach vorn verlagerst, meist halten Auge und Kopf ganz von selbst den gleichen Abstand zum Irisfilter ein. Es wird vermutet, dass die Koordination von Auge und Hand besser wird, je näher sie einander sind. Die Wissenschaft ist sich da noch uneins. In der Praxis des Gewehrschießens spricht aber manches dafür.